Okay, aber beide Kameras müssen laufen? Ja, warten Sie. Läuft? Ja, läuft. Die Lehrer müssen natürlich ihr Wissen, was sie im Studium sozusagen, ja doch im Studium gelernt haben, gut vermitteln können. Wenn sie es nicht gut vermitteln können, dann bringt es auch dir selber nichts. Der perfekte Lehrer hat auf jeden Fall mal Geduld. Der perfekte Lehrer hat Kompetenz, also er soll den Unterricht so gestalten, dass man sich hauptsächlich nicht langweilt. Sollte halt nicht zu streng sein, aber auch nicht so zu locker. Man sollte halt auch eingreifen, wenn irgendwas ist, wenn es zu laut ist oder so. Ich finde tatsächlich lieber einen strengen Lehrer haben, der dann diszipliniert den Stoff mit einem durchmacht und einen gut auf die Arbeiten oder jetzt bei mir aufs Abitur vorbereitet, als ein Lehrer, der ein bisschen zu lasch ist. Also ich finde, ein Lehrer könnte auch einfach ein bisschen so Menschlichkeit zeigen. Also wir haben Lehrer, die sind, naja, ziemlich stocksteif, und dann haben wir Lehrer, mit denen kann man auch mal in der Pause reden. Also es reicht nicht, dass er selbst gut rechnen kann oder sich selbst in der Physik, in der Materie der Physik sehr gut auskennt. Sonst ist eben auch wichtig, dass er weiß, wie bringt er es richtig rüber. Die Leistungsstärkeren, denen kann man so schöne Quizaufgaben, damit denen nicht langweilig wird, so was Schweres. Und den Leistungsschwächeren, denen muss man halt helfen und kann denen dann irgendwie andere Aufgaben geben noch. Und dass man auch oft vielleicht auch Gruppenarbeit macht, damit man mit anderen Leuten in Kontakt treten kann, vielleicht sich austauschen kann, vielleicht wie deren Lösungsansätze aussehen. Ich glaube, so Hausaufgaben auf den nächsten Tag oder so, weil wir zum Beispiel haben jetzt voll viele Fächer am nächsten Tag und da kriegen wir voll viele Hausaufgaben auf und wir haben ja viermal die Woche Nachmittagsunterricht und deswegen kriegt man das dann meistens nicht richtig hin. Ich finde Hausaufgaben eigentlich eine gute Sache, weil man dann nochmal das, was man in der Schule gemacht hat, wiederholen kann, und wenn man was nicht so gut kann, dann kann man es nochmal üben. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass man schaut, dass die Klassenarbeiten mehr aufgeteilt sind und vielleicht in der Woche höchstens zwei Arbeiten sind, aber auch nicht am nächsten Tag direkt dann. Es gibt ja auch so Online-Unis, dass wenn das also als Gymnasium oder sowas wäre, fände ich es manchmal gut, also dass man dann halt so die Hälfte des Jahres mal zu Hause Unterricht hat und die andere Hälfte in der Schule. Bei kleineren Klassen ist es auf jeden Fall praktischer, da der Lehrer auf einzelne Schüler besser eingehen kann. Die Lehrer müssen sich nicht auf so viele Schüler verteilen können und sich auch mal zu den Gruppen dazusetzen und mitarbeiten, also Denkanstöße geben und so. Und deshalb ist es immer besser, wenn die Kurse klein sind. Am besten sollten die Medien, also so Medienkompetenz, ein bisschen mehr zu Ausdruck kommen. Also zum Beispiel, es gibt ja so Tablet-Klassen, dass denen jeder so ein Tablet hat, das er in der Schule immer dabei hat. Dann hat der Schüler auch weniger zu schleppen und so. Vielleicht wäre es auch ziemlich cool, wenn die Klassenzimmer digitalisiert werden. Also dass man mehr mit Medien arbeitet, zum Beispiel mit Beamern oder die Schüler an die Computer lässt. Also ich glaube, eine Kaffeemaschine ist schon wichtig für die Oberstufe. Ja, also zu den Klassenzimmern muss ich direkt mal sagen, wir haben Löcher in den Wänden. Und ich finde nicht, dass das so eine gute Arbeitsatmosphäre ist. Die Vorhänge sind teilweise wirklich schmuddelig. Dass die Teppichwände abkommen, weil die sind ein bisschen alt. Und halt, dass die Vorhänge weggemacht werden oder gewaschen werden, das wäre mir persönlich am wichtigsten. Sonst ist alles richtig gut, finde ich. Halt im Klassenzimmer müssten ja, wie schon so häufig genannt, die Vorhänge, die sind wirklich ein Problem. Die Wände sehen inzwischen ziemlich abgenutzt aus und auch die Farbe. Ich meine, es hat sich herausgestellt, mit Hellblau lernen Schüler am besten. Gelb ist, da ist keine so geeignete Farbe. Also vielleicht einfach neu anstreichen, so ein schönes Himmelblau oder sowas, um den Kopf ein bisschen freier zu bekommen hier drin. Also ich finde unser Gebäude zum Beispiel beim SBG ziemlich schön. Also ich bin sehr froh, dass ich beim SBG bin. Montag und Freitag ist, glaube ich, der stressigste Tag, den wir eigentlich haben. Also beiden Tage. Und da fände ich schon eigentlich besser, wenn man ein bisschen mischen würde. Also mal Nebenfach auf den Montag noch legen würde und einfach vom Montag dann auf Mittwoch oder so legen. Also fände ich persönlich ein bisschen besser. Also dass man am Anfang so schwerere Fächer hat, weil da ist man noch gut beim Unterricht dabei und dann später, also so 5., 6. und Mittagsschule, dann so leichtere Fächer sind. Also am besten wäre keine Freistunden zwischendrin, so 3., 4. Stunde, statt einfach zu wenig Zeit, um nach Hause zu gehen, aber zu viel, um
um mal eben einen Kaffee zu holen. Überhaupt würde ich dann lieber das G9er-System nochmal einführen, dass man einfach ein Jahr länger Zeit hat, dafür einen Stundenplan ein bisschen reduziert. Wenn die 7. Stunde geben wird, könnte man einfach früher nach Hause gehen und hätte einfach mehr Zeit nachmittags, um auch seinen Hobbys nachzugehen und nicht nur für die Schule zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Es gibt ja auch noch eine Zeit für Hobbys dann, und wenn man halt zu viel lernen muss, dann kann man die Hobbys vernachlässigen. Also muss man die Hobbys vernachlässigen. Und das wäre halt nicht so schön eigentlich. Das findet auch die Schulleitung, ich glaube, nicht so gut, dass alle in die Stadt gehen, weil eigentlich ist es ja verboten. Aber wenn das Essen geändert werden würde und auch gesündere oder modernere Speisen halt verkauft werden, dann würden vielleicht auch mehr Leute hingehen. Also ich persönlich bin laktoseintolerant, deswegen ist es ein bisschen schwierig manchmal für mich in der Mensa essen zu gehen. Einen Tag machen, an dem man halt eine verschiedene Speisen hat, also vielleicht auch so eine exotische Küche. Ich war zum Beispiel in Indien da im Februar an der Schule, da wird eben individuell von den Eltern gekocht, also die Mütter kommen extra in die Schule und kochen da zusammen. Wäre cool, wenn es bei uns auch möglich wäre, dass dann wirklich Leute extra sich dazu bereit erklären, hier zu kochen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann so ein Unterrichtsfach, wo man dann praktisch kochen lernt. Dann stellt sich einfach eine Schulklasse rein und kocht dann zusammen das Essen für die ganze für die ganze Schule. Ich weiß nicht, ob das jetzt wie das festgelegt ist, dass man beim Abitur bestimmte Fächer wirklich schreiben muss. Aber ich finde, dass man da ein bisschen mehr Wahl hätte, dass man zum Beispiel jetzt nicht unbedingt sein Abitur in Mathe schreiben muss. Zum Beispiel diese Studieninfotage. Wir hatten da einen Tag Zeit. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Heidelberg hat eine gute Uni, Mannheim hat eine gute, Stuttgart oder sowas gibt es bestimmt auch ganz gute. Oder unten Freiburg, das schafft man alles gar nicht an einem Tag. Ich finde vielleicht, dass man sich früher spezialisieren könnte, was man jetzt abwählt und was nicht, weil in der 10. kommt ja irgendwie alles auf einen zu und dann kann man erst entscheiden. Weil es eben auch in der Schule wichtig ist, die Kreativität zu fördern, nicht nur das reine Auswendiglernen. Sonst kommen wir alle gleichgeschaltet raus und haben praktisch, ja, sind erwachsen, aber nicht, naja, nicht mehr uns selbst. Müsst ihr euch angucken, SPGTV auf YouTube suchen. Das ist meine absolute Favoriten-AG, die machen das wirklich toll, sind sehr fachkompetent.